und herzlich willkommen. Ich bin der Magnus vom YouTube-Kanal Zweitaktpakt und ich drehe heute meinen 5. Motovlog für euch. Und zwar soll es heute mal die erste Baugruppe an meinem Moped geben, die ich euch gerne detailliert vorstellen möchte, was ich da so gemacht habe. Und ich hatte ja schon angekündigt in einem anderen Motovlog, dass ich alle meine Baugruppen, die ich an meinem Moped so mir zusammengeschraubt habe, mal vorstellen werde. Und dann anschließend wird dann irgendwann mein komplettes Moped mal zu sehen sein. Da habe ich während der Restauration über 100 Fotos gemacht und das gibt da eine große Fotostrecke als Video zu sehen, die ich kommentieren werde. Und zum Schluss auch noch einen kleinen Bike-Porn, so ein Walkaround, wird bestimmt cool. Und ich fange jetzt mal an mit der Baugruppe, die ich euch heute vorstellen möchte. Und zwar fange ich beim Lenker an, macht ja Sinn. Und zwar gibt es für die Simson S50, S51 oder S70, soweit ich weiß, zwei Standardlenker, die man an diesen drei Modellen halt anschrauben kann, montieren kann, ohne dass man was abnehmen oder eintragen lassen muss. Und zwar sind das einmal der normale Lenker, der Simson Standardlenker, wie ich ihn jetzt hier auch dran habe. Der ist jetzt der flachere von den beiden, also wirklich flach ist er nicht. Hat schon noch einen Winkel und geht hoch und ich schätze mal 10 cm höher hat er, aber das ist der flachere von den beiden, weil der andere ist nämlich der Enduro-Lenker, der ist wesentlich höher und für den braucht man, mal so am Rande erwähnt, auch andere Bodenzüge. Und ich habe halt diesen Lenker jetzt, den Standardlenker, damit habe ich mein Moped bekommen und habe auch schon mal mit einem anderen Lenker geliebäugelt und einer, der vielleicht anstelle von ungefähr 10 cm Höhe vielleicht 5 cm hoch ist, also ein bisschen flacher ist. Und im Endeffekt ist es aber so gewesen, dass ich mir dann überlegt habe, ich zahle dann irgendwie für den Lenker 30, 40 Euro, baue den dran, fahre mal eine Runde Probe und wenn er mir aufgrund dessen, weil er ein bisschen flacher ist, dann auf einer längeren Strecke nicht so eine schöne Fahrergonomie ermöglicht wie der Standardlenker, dann würde ich den Standardlenker wieder draufschrauben und habe halt 30, 40 Euro für einen Lenker investiert, der dann irgendwo rumliegt. Und in diesem Sinne, ich glaube, ich werde den normalen Lenker wirklich erstmal eine Weile drauf lassen. Vielleicht wurmt es mich irgendwann mal und ich will mal einen anderen probieren. Im Moment ist es halt nicht so wichtig und dementsprechend lasse ich den erstmal dran. So, weiter geht's mit dem Lenker. Und zwar habe ich Kupplungs- und Bremshebel aus Aluminium drauf. Also es gibt ja für die S50, S51 etc. Original DDR Kupplungs- und Bremshebel aus Kunststoff. Und man weiß ja, dass Kunststoff durch Ozon und Hitze und so weiter die Weichmacher verliert. Und irgendwann wird das richtig spröde und ich denke, dann kann es mal passieren, dass so ein Plastikhebel abbricht, ich weiß es nicht, aber Kunststoff gibt da ein bisschen nach, das heißt, die Kraft, die man auf den Kupplungs- oder Bremshebel gespürt, mit den Fingerkuppen überträgt, die Kraft kommt dadurch, dass sich ein Kunststoff-Bremshebel ein bisschen nachgibt und ein bisschen biegt, kommt dann halt eine ganz andere Kraft wirklich an der Kupplung oder der Bremse an. Und deswegen habe ich welche aus Alu genommen und zwar in Schwarz. Ich mag das. Ich habe viel schwarzen Kram an meiner Simson dran, werdet ihr später noch feststellen. Wie gesagt, ich habe sie in Schwarz, die Aluhebel. Und meine sind auch nicht die glatten, sondern ich habe welche, die haben Griffmulden. Hier seht ihr Griffmulden. Habe ich so gesehen, fand ich klasse. Ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt einen großen Unterschied macht mit Griffmulden oder ohne, aber durch die Griffmulden kann halt die Hand nicht so schnell rutschen, was vielleicht in einer Gefahrensituation ganz gut ist, wenn man nicht so schnell vom Hebel rutscht, wenn man mal im Schreckmoment was betätigt. Okay, wie gesagt, das waren die Griffe, die ich dran habe. Dann geht es weiter. Die Bautenzüge habe ich vom Motorflex. Das sind preiswerte Bautenzüge und ich fahre die jetzt schon über 7000 Kilometer. Mir ist noch nichts Negatives aufgefallen. Motorflex haben ganz viele dran und die sind preis-leistungsmäßig in Ordnung. Und die braucht man nicht ölen. Die sind, ich glaube, das war Teflon beschichtet. Wenn ich mich nicht täusche, muss ich nochmal schauen. Also auf jeden Fall sind die wartungsfrei. Und eingehangen werden die mit so kleinen Tönchen aus Metall, Bautenzugnippel oder wie die sich nennen. Ach, wie heißen denn die Dinger? Nippelaufnahme für Bautenzug, genau. Und die gibt es in den Simson Shops aus Messing. Und ich habe da auch erst welche aus Messing dran gehabt.
Aber da Messing ja ein relativ weiches Metall ist und halt die Kraft, die dann auf dem Bowdenzug halt durch Betätigen der Hebel anliegt, ist enorm. Und ein so ein Messingtönchen hat sich einfach aufgebogen und da ist der Bowdenzug, der Nippel da durchgerutscht. Ist natürlich für Kupplung und Bremse richtig scheiße. Dementsprechend habe ich mir bei eBay dann original DDR-Bowdenzug Bowdenzug, Röllchen, Tönchen, Nippel, ich komme echt nicht drauf, wie die Dinger heißen jetzt. Nippelaufnahme, genau, habe ich mir aus DDR-Restbestand 2 geholt bei eBay, aus Edelstahl und ja, die sind auf jeden Fall robust und da ändert sich gar nichts durch den Zug, also die behalten ihre Form bei, die sind robust und das kann ich allen, die sich eine Simson aufbauen oder umbauen, empfehlen. Schaut mal, was ihr da für Tönchen habt. Nimmt welche aus Edelstahl, die gibt es auch in seitlich oder also horizontal oder vertikal geschlitzt. Da sind wahrscheinlich die vertikal geschlitzten von oben nach unten geschlitzt, auch noch ein bisschen robuster einfach. Und ja, weiter geht's. Jetzt geht's zu den Griffgummis. Ach nee, eine Sache habe ich noch vergessen. Und zwar, wir waren ja bei den Hebeln und bei den Bowdenzügen und bei den Bowdenzug Nippeltönchen. Oh, das ist heute eine schwere Geburt. Ja, die Einstellschrauben, die quasi beim Kupplungs- und beim Bremshebel ja, in der Armatur drin sind, wo man die Länge der Bowdenzüge einstellt. Bei den meisten Simson-Fahrern liegen diese Einstellschrauben offen und ich denke mal, viele Simson-Fahrer wissen auch gar nicht, dass man ja, Gummitüllen bekommt, die man über den Bowdenzug und über die Einstellschrauben quasi drüber schiebt. Und ja, das sieht, also ich habe die dran, das sieht wesentlich schöner aus, wenn die Schrauben abgedeckt sind. Und gerade für Leute, die im Regen fahren, das trifft auf mich nicht zu, ich bin Schönwetterfahrer, meine Simson wird keinen Regen abbekommen. Ja, wie gesagt, wenn ihr sowieso im Regen fahrt, macht die Dinger drauf, sonst läuft euch das Regenwasser in die Bowdenzüge rein, also in die, ja, in den Bowdenzug und dieser Stahlmantel, der da drin ist, der da aus flachem Stahl gewickelt ist, ja, der rostet euch dann und sowas habe ich auch schon mal gesehen, das ist nicht lustig, macht euch die Gummitüllen drauf, wenn ihr wisst, ihr fahrt im Regen. Und auch wenn ihr euer Moped so schont wie ich und nicht im Regen fahrt, macht die Dinger drauf, die sehen besser aus auch. Und na gut, es bleibt jedem überlassen, aber ich finde die halt einfach schön. Und ja, jetzt geht es auch schon weiter zu meinen Griffgummis. Und zwar hatte ich auf meinem Lenker die Standard Simson Griffgummis. Und da kann man auch wieder sagen, man kann die fahren. Aber ich habe dann aus optischen Gründen mir andere bestellt. Und zwar haben meine ein Rautenmuster drauf. Oder ein Waffeleisenmuster, wie man das nennen möchte. Und die habe ich bei Amazon für 5 Euro bekommen. Mittlerweile sieht man die zwischen 10 und 15 Euro. Also mittlerweile sieht man diese Griffgummis in einer Preisspanne zwischen 10 und 15 Euro. So, jetzt hat es geklappt. Und ich blende euch jetzt gleich mal die Begriffe ein, unter denen ihr diese Griffgummis findet. Da hat jeder Hersteller oder jeder Shop, der die verkauft, irgendwie eine andere Bezeichnung. Wie gesagt, hier blende ich euch das jetzt ein. Könnt ihr mal schauen, nach welchen Begriffen ihr suchen müsst bei Google, bei eBay, bei Amazon, um die zu finden. Und ja, ursprünglich hatte ich die nur aus optischen Gründen gekauft. Und ich habe aber festgestellt, die sind vom Durchmesser ja, insgesamt etwas dicker, haben mehr Durchmesser als die Standard-Simson-Griffgummis und dadurch, je mehr Durchmesser quasi das Griffgummi hat, umso weiter müsst ihr bis Vollgas den Gastriff mit der rechten Hand drehen. Und umso weiter man natürlich den Griff drehen muss, umso feiner kann man auch das Gas dosieren. Und mir ist das sofort bei der ersten Fahrt aufgefallen, ich kann so schön dezent das Gas gerade im ersten und zweiten Gang dosieren. Also für Leute, die einen Schnellgasgriff dran haben, ist das natürlich uninteressant, aber ich dosiere mein Gas halt fein. Und ja, ich fand die aus diesem Grund schon richtig mega, habe mir da auch 2 Stück von gekauft, also 2 Sätze, einen, den ich drauf habe, einen als Ersatz. Ist ja nie verkehrt und ja, das war eigentlich schon jetzt die Geschichte zu den Griffgummis. Und ja, jetzt mache ich mal weiter
mit dem Rückspiegel. Und zwar hatte ich da verschiedene drauf, etwas kleinere, etwas größere, und habe für mich jetzt rausgefunden, meiner ist ein 110 mm Spiegel und ist ganz klassisch halt an der linken Armatur eingeschraubt. Und es gibt da auch Supermoto- oder Seitenlenkerendenspiegel, aber das muss jeder für sich selber wissen. Also bei der Simson ist ja so, wenn man jetzt zum Beispiel die Supermoto-Spiegel dran macht, dann muss man teilweise die Schalterkombination, wo der Blinker, die Hupe und das Abblend- und Fernlicht mit eingestellt wird, muss man dann teilweise nach rechts versetzen, um die montieren zu können. Und da ich relativ kleine Hände habe und eigentlich nicht weiter mit meinem Daumen zum Blinker nach innen kommen möchte, hat sich das für mich erübrigt, und ich finde jetzt auch die normalen Rückspiegel, die runden an der Simson optisch jetzt nicht so schlimm. Also ich habe da, wie gesagt, ein schönes Sichtfeld mit dem, der ist auch nicht zu groß. Für mich ist das in Ordnung so, und dazu muss ich sagen, ich hatte verschiedene Simson-Spiegel mal gesehen. Jetzt kommen wir hier rein, hier ist wieder eine absolut katastrophale Straße hier. Boah, hier rappelt's, das macht keinen Spaß. Der Spiegel, die Simson-Rückspiegel gibt es in verschiedenen Varianten, und ich hatte eine, die ist hinten irgendwie glatt, also ziemlich glänzend von der Rückseite, und da ist wie eine Art, eine Mutter drauf, die das Ganze festzieht, und die können auch kaputt gehen. Einfach durch die Art und Weise, wie das montiert wird und mit der Mutter festgezogen wird. Und bei dem Spiegel, den ich habe, der Spiegel nennt sich also die Bauart Muschelform. Der sieht einerseits wesentlich schöner aus von der Vorderseite, und andererseits hat er auch einen besseren Klemmmechanismus, der halt nicht so anfällig ist und nicht so schnell kaputt gehen wird. Oh, hier ist die Ampel. Jawohl, große Bundesstraße hier. Mal sehen, wie lange wir diesmal warten müssen. Ist manchmal echt nervig, aber vor allen Dingen die Sonne direkt im Gesicht. Werdet ihr bestimmt auf der Aufnahme jetzt aussehen, hier mitten in der Sonne, herrlich, egal. Oh. Ja, wie gesagt, das ist der Spiegel, den ich dran habe in Muschelform, 110 mm Rückspiegel. Ist für mich optimal vom Blickfeld, ich lasse den dran, bin da sehr zufrieden mit. Und grün, los geht's. So, sind wir da schon drüber hier. Straße wird wieder schöner. Ja, das ist die Geschichte. Ich muss mal gerade ein bisschen an meinen Lenker schauen. Okay, ja, genau. Ich habe über den Bodenzügen habe ich noch Geflechtschläuche drüber. Schwarze Geflechtschläuche. Das sieht wirklich sehr schön aus. Hier rubbelt es auch manchmal. Ist die Stimme gleich weg. Bop, bop, bop. Ich habe Geflechtschläuche über meinem Kupplungsbaudenzug, über dem Bremsbaudenzug, über dem Baudenzug vom Startvergaser und über dem Baudenzug vom Gashahn. Und die lassen halt die Baudenzüge vom Durchmesser ein bisschen größer wirken, sieht ein bisschen mehr nach Motorrad aus. Ist ein Detail, man muss es nicht machen. Ich finde es nice und habe meinen Spaß daran. Und viele machen die nur mit Schrumpfschlauch fest. Ich mache es aber zusätzlich so. Oh, hier ist eine Rappelstrecke, leck mich an die Füße. So, mal ein bisschen warten, bis ich hier durch bin. Sonst ist das Reden immer so am Zittern, die Stimme. Boah, hier rockt es ja echt, ey. Boah, Katastrophe. So, jetzt kommen wir raus, jetzt können wir ein bisschen drehen. Wie gesagt, ich habe die Geflechtschläuche auf Länge gebracht, habe dann auf den auf die Baudenzughülle ein bisschen Pattex rundherum gegeben, hab den Geflechtschlauch da ein bisschen reingepappt in das Pattex und dann Schrumpfschlauch drüber, sodass der Schrumpfschlauch, der warme, das schön mit dem Pattex zusammenschmackt. Und ich denke mal, so wird das Geflecht unter dem Schrumpfschlauch auch nicht auseinanderdröseln, und das hält soweit ganz gut, denke ich. Und jetzt habe ich quasi
Genau, jetzt geht es auf der rechten Seite weiter. Ich habe, wie ihr schon gesehen, wie ihr schon bemerkt haben wird, habe ich einen Killswitch dran. Und zwar habe ich den bei eBay oder Amazon, das war wirklich nicht teuer, ich glaube irgendwie so 10, 15 Euro, habe ich diesen Killswitch gekauft in grün. Der passt dann zu meinem grünen Tank und zu meinen grünen Seitendeckeln. Und ja, wie gesagt, der Killswitch, mich hat das immer genervt, wenn ich nach Hause gekommen bin. Wollte das Moped dann, also wie jeder seine Simson halt ausmacht, linkes Bein leicht anheben, linke Hand zum Schlüssel am Herzkasten und drehen und gucken. Und ja, ich fand es immer nervig, deswegen habe ich einen Killswitch dran gemacht. Und der wird am besten, also ein Kabel von dem Killswitch wird am besten unter dem Tank am Masseanschluss mit angeschraubt. Das zweite Kabel vom Killswitch verlegt man in den Herzkasten und das kommt dann ans Zündschloss, an die 31. Da war bei meinem Zündschloss und vermutlich bei vielen anderen Zündschlössern von euren Simsons ist da noch ein Anschluss frei, den ihr dafür verwenden könnt. Und so ist das Ding wirklich ruckzuck montiert und ich möchte das Ding nicht mehr missen. Ich mache halt zu Hause meine Simson mit diesem Killswitch aus. Und wenn ich vom Moped runter bin, dann drehe ich nochmal das Zündschloss mit dem Schlüssel auf Null und dann hat sich das. Also ich finde es sehr komfortabel. Und ja, dann geht es weiter mit meinem Startvergaser-Armaturen. Das ist hier die rechte Armatur, wo der Hebel dran ist, mit dem man den Startvergaser halb auf oder ganz auf bewegen kann. Da habe ich auch ein bisschen Kleinkram betrieben und zwar ist da ja eine lange Gewindeschraube verchromt mit Schlitz drin und darunter ist eine kleine Unterlegscheibe auch in Chrom und mir ist das immer extrem ins Auge gestochen. Aus diesem Grund habe ich dann einmal die Schraube, die verchromte Schlitzschraube, Gewindeschraube, die sehr lang ist, habe ich mir besorgt bei eBay für wenig Geld in der Farbvariante Black Nickel. Das ist so ein bisschen was wie brüniert und ich werde euch die Bezeichnung der Schraube jetzt einblenden. Tadada, da ist sie. Jawohl, so heißt das Ding. Und ja, darunter die Unterlegscheibe, die kann man dann zum Beispiel mit dem Edding kann man die schwärzen. Oder ich habe es halt so gemacht, ein Stückchen Schrumpfschlauch im richtigen Durchmesser, knapp abschneiden, drüber schrumpfen, fertig. Und ja, es sind so Details, also hat natürlich mit der Moped-Funktion nichts zu tun, das ist Liebhaberei, aber ich habe an solchen Kleinigkeiten meine Freude und habe das halt gemacht. Und wie ihr ja auch bei meiner Armatur rechts seht, die Farbvariante ist wesentlich ja, unauffälliger, knallt nicht so in den Blick, ja, wie die silberne Variante. So, ich habe ja auf der linken Seite einen Rückspiegel, auf der rechten Seite keinen, weil ich wenig Strecken fahre, wo ich wirklich mehrspurig bin und ich muss also nicht regelmäßig rechts in den Spiegel reingucken. Aus diesen Gründen habe ich den rechts halt weggelassen und mache meinen Schulterblick. Kann man auch, ist auch möglich. Wie gesagt, wenn ich jetzt in Hannover fahren würde, wo die Zweitaktbrigade unterwegs ist und da halt viel mehrspurige Innenstadtgeschichten zu befahren sind, dann würde ich einen zweiten dran machen. Aber für alle, die jetzt den auf der rechten Seite oder auf der linken Seite, nee, auf der linken macht es keinen Sinn. Leute, lasst den auf der linken Seite dran, das war ein Verhaspler eben. Wer auf der rechten Seite keinen dran macht, ja, der hat dann ein offenes Gewinde an der Armatur, wo der Bremshebel sitzt. Und dieses offene Gewinde kann man verschließen und ich habe da die perfekte Lösung gefunden, auch wieder so detailverliebter Schnickschnack, wird jetzt manch einer sagen. Und zwar gibt es von der Firma Moore Elektronik, ich blende euch den Begriff jetzt ein, von dieser Firma, ich glaube, die macht irgendwas mit Schaltschränken, gibt es eine Verschlussschraube mit M8-Gewinde. Und wenn er die quasi ja, reinschraubt, die sieht aus, als wäre die für die Simson hergestellt, von oben wie eine Hutmutter. Oh, hier muss ich umdrehen, hier wird es wieder katastrophal von der Strecke her. Ich fahre hier wieder zurück. Ja, wie gesagt, diese Hutmutter. So, jetzt muss ich einmal gucken hier. Links blinken, kommt einer. Okay, stehen bleiben. So, jetzt aber. Katastrophal hier mit den Straßen wieder. Deswegen fahre ich jetzt zurück. Der Motovlog ist eh ungefähr zur Hälfte jetzt durch. Oh, eben der
Traktor, der hier lang kam, der hat Gülle gehabt. Oh, das riecht richtig. Ah, da habe ich kein Problem mit. Oh, hier liegt noch eine Menge auf der Straße. Ich fahre hier mal echt ein bisschen langsamer durch. Da habe ich keinen Bock drauf. Die Kacke hier, dass die an meinem Moped in den Schutzblechen rumspritzt. So, ich fahre hier so ein bisschen rum. So. Zur Not muss man es ein bisschen sauber machen, aber ich denke, ich bin ganz gut drum rumgefahren. Ja, wie gesagt, diese kleine Verschlussschraube M8 von Mur Elektronik ist wie eine Hutmutter und hat oben einen Schlitz drin, wie für einen Schlitzschraubendreher gedacht und sieht natürlich mega aus optisch. Und ja, das war im Prinzip jetzt alles zu meinem Lenker und zu meinen Armaturen links und rechts. Und jetzt geht es weiter mit meinen Instrumenten. Und zwar ist es so, es gibt ja für Simsons die kleinen 48 mm Tachos, die finde ich echt popelig. Ja, die würde ich jetzt nicht dran machen, das ist halt Geschmackssache. Deswegen habe ich mich für 60 mm Instrumente entschieden. Und meine sind von MMB und die stellen gute Sachen her. Also ich fahre jetzt schon, was habe ich jetzt drauf, 7515 Kilometer fahre ich die Instrumente schon. Der Drehzahlmesser läuft so geschmeidig, da ist kein Zittern an der Nadel zu sehen. Und ja, von meinem Tachometer, die Nadel zittert auch ganz dezent, nur wenn man halt die Welle ab und zu mal nachölt, dann geht das. Und ja, das sind wie gesagt 60 mm Instrumente. Man sieht auch viel bei Simsons, dass Drehzahlmesser und Tachometer direkt auf die Telegabel oben klassisch montiert werden, so wie das bei den Simsons serienmäßig war. Und dadurch ist der Winkel der Instrumente nicht so schön abzulesen wie bei der Armaturenbrille, bei dieser Mickey Mouse aus Aluminium, wie ich sie drauf habe. Und für mich stand eigentlich von Anfang an schon fest, ich brauche die Armaturenbrille aus Alu und da kommen 60 mm Instrumente, links Drehzahlmesser, rechts Tachometer rein. Und das Ganze in Gummihüllen. Und ja, so habe ich genau das, was ich haben möchte an meinem Moped. Und ich finde, das sieht auch mehr nach Motorrad aus, als wenn man nur ein Instrument hat. Und vor allen Dingen, wenn es auch so schön montiert ist mit einer Brille, hat schon was. Man hat zudem auch zusätzlich noch... Grüß dich. Man hat zudem zusätzlich hier unten auch noch eine schöne Fläche, wo man was unterbringen kann. Und zwar habe ich eine Leerlaufkontrollleuchte. Und das ist eine 5 mm LED, die ich mit so einem kleinen Ring quasi, also ich habe von unten habe ich das Alu-Teil hier durchbohrt, habe da eine 5 mm LED mit passendem Kunststoffring eingeklipst und habe mir hier noch eine kleine Kappe gebastelt, die ich von innen schwarz lackiert habe, damit falls die Sonne richtig ja, aufs Moped brutzelt, da, damit man die LED auch sieht. Und das ist nicht die einzige LED an meinem Moped, das ist wie gesagt die Leerlaufkontroll-LED. Ich habe aber auch Drehzahlmesserbeleuchtung, Tachometerbeleuchtung, Fernlichtkontrolle links am Drehzahlmesser in blau, Blinkerkontrolle rechts am Tachometer in grün habe ich mit LEDs quasi mir umgebaut, also auf LED-Beleuchtung. Ich hatte vorher eine 6 Volt Elektronikzündung drin und die kleinen Glühbirnchen der 6 Volt Zündung auf jeden Fall und der 6 Volt Spannungsversorgung, die waren so schwach, da habe ich gesagt, gleich LEDs rein. Ich weiß nicht, wie es mit 12 Volt ist, ob dann die Lämpchen einigermaßen gut sichtbar sind, aber selbst dann denke ich, dass die LEDs dann nochmal richtig was verbessern. Jetzt habe ich den Käferfahrer gegrüßt, aber ist ja ein Oldtimer, fand ich einfach cool. Der fährt offen mit seinem Käfer rum, ich glaube, der war offen eben. Kann man ja mal grüßen, ist ein Oldtimer, ich fahre einen Oldtimer, passt schon. Ja, wie gesagt, ich habe die Beleuchtung von meinem Moped auf LED umgebaut und zwar nicht einfach die LEDs nur mit Vorwiderstand angeschlossen. Ich habe da, dazu muss ich auch sagen, ich bin Hobby-Elektroniker und habe auf Lochraster, ich habe mir eine Schaltung gelötet mit einigen Bauteilen und die habe ich in einem Kästchen im Herzkasten untergebracht. Das werde ich aber in einem separaten Video euch zeigen, wie ich das gemacht habe und was ich da gemacht habe. Und ja, jetzt geht's weiter. Was habe ich noch? Ich habe hier noch ein Simson-Logo und zwar ist das ein Pin, den man sich an die Klamotte dran machen kann. Also ein Pin mit einem kleinen Stift und so einem kleinen Klemmnupsi und das kann man sich ans T-Shirt oder ans Sweatshirt, an die Jacke, sonst wo dran pinnen. Ich habe einfach den kleinen Clip, der auf dem Pin ist, abgemacht. Habe hier in die ja, in diesen Aluminiumblock habe ich mit dem Bohrer einfach ein kleines
oh, ich fahre genau 50, komme hier rein und fahre 50, obwohl ich mich aufs Vloggen konzentriere. Ja, so ist das schon ein bisschen in Fleisch und Blut übergegangen. Ja, wie gesagt, ich habe ein kleines Löchelchen da in den Alu-Block reingebohrt, habe dann den von dem Pin diese kleine, den kleinen Pinupsi mit Epoxidharz, Patex Stabilit habe ich da verwendet, das ist das beste Epoxidharz meiner Meinung nach. Damit habe ich den Pin ja, schön da reingesetzt, habe dann links und rechts noch ein bisschen Silikon drunter gemacht, damit der Pin auch wirklich schön gerade ist, habe das so trocknen lassen und das ist natürlich bombenfest jetzt. Und ja, dann habe ich noch über den Imbusschrauben den Aluminiumblock hier halt auf dem Lenker festziehen. Über diesen Imbusschrauben habe ich noch Abdeckkappen aus Kunststoff oben drauf gedrückt. Sieht einfach schöner aus, dezenter. Wie gesagt, ich bin so ein detailverliebter Schrauber. Jetzt kommt schon die Bundesstraße hier wieder. Oh ja, ich habe mal gerade geguckt, ob meine GoPro noch leuchtet. Die leuchtet rot. Geil, ich habe alles drauf. Ja, diesmal ist wirklich ein bisschen länger der Motovlog, denke ich. Und ich bin da echt froh, wenn alles klappt, wenn der Akku mitmacht etc. So, jetzt wird's, ja, ich komme, wird's grün. Ah, da hätte ich auch gleich im zweiten anfahren können, habe ich gerade gemerkt, weil ich ja schon gerollt habe, halb so wild. Ja, so, jetzt muss ich mal kurz, ach, hier ist wieder so grausames Flickschusterei, grausame Flickschusterei ist hier wieder, meine Güte. Ah, jetzt wird's aber gleich wieder schöner. Ich glaube, wenn wir aus dem Ort raus sind, wird es wieder schöner zu fahren. So. Jetzt muss ich mal kurz in mich gehen. Man muss sich allzu auf diese komischen Verkehrsverhältnisse so konzentrieren, weil es ja echt kacke zu fahren ist. Und nebenbei erzählen und vloggen und dann noch reflektieren, was man schon alles hatte. Aber ich gehe jetzt mal kurz in mich. Wenn ich jetzt mal kurz still bin, dann gehe ich einfach nur die Dinge durch und konzentriere mich hier auf diese Flickschusterei, dass ich hier gleich draußen bin. So, jetzt müsste es auch gleich wirklich besser werden. Also Freunde, das ist nervig hier. Oh. So. Ah, jetzt kommt es wieder richtig schön hier. Die Strecke, schöne Straße, besser kann es nicht sein. So. Ich hatte den Lenkertyp, den ich habe. Ich hatte die Griffgummis, die Hebel, die Baudenzüge, die Schutzkappen über den Einstellschrauben, den Geflechtschlauch, den Rückspiegel. Dann hatte ich auf der rechten Seite den Killswitch, die Details zu meinem Starterzug, Widerlager. Die Tachos mit der Mickey Maus, die Gummihüllen darum, den Simson Pin, die Abdeckkappen auf den Imbusschrauben, die Leerlaufkontrolle, die LED, die Beleuchtung auf meinen Instrumenten, habe ich euch auch schon erzählt. Und was ich jetzt noch habe, oben auf der Telegabel, wo normalerweise der Tacho direkt aufgeschraubt wird, habe ich schöne aus Edelstahl gedrehte Abdeckscheiben drauf, die ich mit Imbusschrauben aufgeschraubt habe. Und da sind normalerweise, ich glaube, die nennen sich Tachometerscheibe. Und die sind aus einem billigen Guss. Die sehen wirklich sehr billig aus auch. Wie ihr hier seht, ich guck mal kurz drauf. Ich fahre ja gerade geradeaus. Da seht ihr sie. Ich denke mal, jetzt seht ihr sie. Die schönen Edelstahlscheiben. Ja, die habe ich dran. Da habe ich mich richtig gefreut. Ich glaube, die haben nur 15 Euro gekostet. Also super Sache. Und ja. Ich glaube, ich bin wirklich durch. Ich habe alles erwähnt und es sind vielleicht einige Details dabei, wo manch einer die Meinung hatte, Junge, mach eine Schraube rein, das hält, fahr, hab Spaß am Fahren, aber ich bin so ein Detailfetischist. Ich mag das halt. Wenn ich was sehe, was einen kleinen Tuck schöner ist optisch, dann mache ich das. Und ja, da habe ich Spaß dran. Vielleicht macht ihr es ja auch so. Oder vielleicht habt ihr eine Wald- und Wiesensimson, wo ihr einfach mit rumdüst, egal ob dreckige Strecke, ob Regen. Es gibt halt unterschiedliche Simson-Schrauber, unterschiedliche Simson-Fahrer. Ich bin Schönwetterfahrer, ich schone mein Fahrzeug auch, pflege mein Fahrzeug gut. Und wenn es ein schönes Detail gibt, was ich verbessern kann, dann mache ich das. Ja. In diesem Sinne ja, bin ich eigentlich jetzt durch mit dem Motovlog. Und hab euch, ah, jetzt ja, eine Insel. Ah,
jetzt ja eine Insel. Ha, Spaß beiseite. Ja, ich habe bei meinem Tachometer nicht den Standard-Tachoantrieb rechts am vorderen Ritzel vom Motor, sondern ich habe den Nabentachoantrieb. Das heißt, ich habe vorne am Vorderrad nicht den normalen Nabendeckel, sondern einen speziellen Nabendeckel. Der hat so kleine Aussparungen drin und da ist ein Getriebe. Ja, das ist so ein Schneckenzahnradgetriebe, was quasi die Umdrehung des Vorderrades auf die Welle überträgt und an den Tacho weitergibt. Und dadurch entsteht dann, ja, dadurch wird dann auf dem Tachometer die Geschwindigkeit angezeigt. Und oh, was ist denn hier los? Du Scheiße. Ich mach die Kamera mal aus. Ich mach die aus. So, Freunde, ich bin wieder zurück und ich habe gerade ja eine echt heftige Erfahrung gemacht, also finde ich persönlich. Und zwar habe ich gerade erste Hilfe geleistet. Da ist ja ein Mann mit seinem Motorrad. Also ich bin da angekommen, gerade ja, habe meinen Motovlog aufgenommen. Auf einmal sehe ich da, liegt ein Motorrad, da stehen zwei Autos, da sind zwei Frauen, da liegt ein Mann im Graben. Total schockiert. Ja, also der stand unter Schock, der hat da gelegen, der hat kaum was gesagt. Ich habe meine Kamera ausgestellt, habe mein Moped hingestellt, bin sofort hin, habe mit dem Mann so ein bisschen gesprochen. Puh, das war ganz schön emotional, also das mal so zu erleben. Kann man gar nicht so in Worte fassen, also wenn da jemand liegt und dem es echt nicht gut geht. Das ging mir doch ganz schön nahe eben. Und ich habe demjenigen dann, weil ich ja Moped fahre und auch selber Helme trage und die verschiedenen Helmverschlussarten kenne, konnte ich ihm den Helm abziehen. Das war ein schwarzer Helm, der in der Sonne lag und ihr könnt euch ja vorstellen, wie warm das wird darunter. Also erstmal habe ich den Helm abgenommen, dann habe ich versucht, den Mann halt einigermaßen so hinzulegen, dass er vernünftig atmen kann, dass nicht der Speichel irgendwo als mit ein- und ausgeatmet wird, und habe versucht, zu ihm so ein bisschen durchzudringen, mit ihm zu sprechen, ihn zu beruhigen, aber er hat im Schockzustand wenig gesprochen. Aber ich hoffe mal, dass ich mit den beiden anderen Frauen, die da waren, dass wir ihnen so ein bisschen den Schrecken nehmen konnten. Also ich weiß noch nicht, wie viel er im Schockzustand mitbekommen hat, aber ich denke mal, wir haben zusammen das so ganz gut gemacht. Und ja, jetzt ist der Rettungsdienst da, Polizei ist da und ja, die haben ihm eine Bandage, also ich habe das noch nicht gesehen, das ist halt zum... ja, haben ihn an den Kopf quasi eine Bandage angelegt aus, ja, wie so eine Art Korsett, dass sich der Nacken nicht so bewegt, weil man ja nicht weiß, ob jetzt am Kopf was dran ist. Der Helm war beschädigt und ja, ich denke mal, die kümmern sich jetzt darum und ich hoffe mal für denjenigen, dass alles gut wird und dass er sich von seinem Unfall erholt und keine bleibenden Schäden behalten wird, dass er halt wieder ganz normal fahren kann. Und ja, das zeigt einem mal wieder, dass... Ich denke mal, der Mann ist, fährt jetzt nicht erst seit einem Jahr, ich schätze ihn mal so auf 50 Jahre, und vielleicht hat er auch schon viel Erfahrung und da war vielleicht irgendwas auf der Fahrbahn. Und so schnell kann das gehen, und ich fahre jetzt selber auch mit einem ganz komischen Gefühl nach Hause. Ich will jetzt nicht sagen, ich bin unsicher bei meiner Fahrt, aber irgendwie wirkt das Ganze ein bisschen nach, ne? Wenn man da erste Hilfe geleistet hat und dann... guckt man doch nochmal auf die Straße und auf den Tachometer ganz anders und auf das, was um einen rum passiert. Also, ja, wie gesagt, ich
wollte euch das nur kurz jetzt nochmal berichten, was da so gelaufen ist. Und ich habe höchstwahrscheinlich auch ein ganz bisschen Aufnahme drauf, wie ich da angekommen bin. Ihr werdet davon nichts in meinem Video sehen, ihr werdet gar nichts sehen, weil das gehört nicht ins Internet rein. Dementsprechend hat mein Video an der Stelle dann halt einen Schnitt. Und jetzt wisst ihr warum. Und das Ganze hat jetzt auch eine Weile gedauert. Und ich fahre jetzt nach Hause. Und in diesem Sinne, das war heute natürlich ein sehr bewegender Tag für mich. Das berührt einen schon. Und ja, wie gesagt, jetzt bleibt ja nur noch zum Schluss zu sagen, wenn euch der Motovlog gefallen hat und die Art und Weise, wie ich meinen Vlog gedreht habe, was ich euch erzählt habe zum Thema Lenkerarmaturen und so weiter, wenn ihr da Spaß dran gehabt habt, dann dürft ihr mir gerne einen Daumen hoch geben, gerne auch einen Kommentar drunter schreiben. Und in diesem Sinne, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dann, macht's gut. Ciao.